Diese Serie setzt sich damit auseinander, insofern, dass dieses Schicksal durch Karma und vergangene Wünsche programmiert wird und sozusagen in der Matrix der Astrologie zu lesen ist. Und hierbei spielen die Planetenphasen eine beträchtliche Rolle. Saturn ist natürlich ein großes Thema. Ich sage, es ist der Policeman. Das heißt, es ist eine Doktrin. Das Universum hat deine Tätigkeiten beobachtet in einem vorangegangenen Leben. Es gibt überall Leben im Universum, auch wenn die Wissenschaftler und die Fernrohre dieses Leben nicht sehen können. Es ist diesen Fernrohren nicht zugelassen, dieses Leben zu sehen. Nach der vedischen Terminologie, es ist einfach nicht erlaubt, vor allen Dingen in Kali Yuga, weil in Kali Yuga, also in der Zeit, in dem spirituellen Winter, in dem wir im Moment leben, so viel Dummheit existiert, muss man sagen, dass diese höheren Lebewesen sich nicht zeigen wie in vorangegangenen, weit zurückliegenden Zeitepochen. So, Saturn ist die Polizei, die aufgeschrieben hat, was wir für gute Dinge im Gemeingefüge des Lebens getan haben. Also was auch immer du reingegeben hast, wenn du zum Beispiel Brunnen gegraben hast, anderen geholfen hast, für Recht und Ordnung gesorgt hast, dann erfährst du jetzt auch Recht und Ordnung, erfährst du den Schutz der Polizei. Wenn du aber gestohlen hast, gelogen hast, wenn du keine Verantwortung übernommen hast, wenn du nachlässig warst, dann kommt jetzt das auf dich zu, dass du die Rechnung dafür einkassierst. Deswegen hat die Saturn-Phase ein bisschen das Image, eine harte Phase zu sein. Aber für andere Leute ist es auch eine total stabilisierende Superphase, wo viele Dinge, die sie erreicht haben, bereits in die Stabilität gehen. Und wo sie disziplinierter, konzentrierter vorankommen wie zuvor. So, jetzt komme ich zu den 17 Jahren Merkur. Merkurphase ist eine flockige Phase, eine leichte Phase. Kann natürlich eine leichte Phase sein. Wir müssen sehen, wie Merkur aspektiert ist. Aber in dieser Zeit werden wir lernen. In dieser Zeit werden wir gerne reisen, unterwegs sein. Wir werden in dieser Zeit eine Leichtigkeit suchen in unserem Leben. Versuchen, Stress zu vermeiden. Wir werden in dieser Zeit viel lernen, sehr weit kommen. So 7 Jahre Mars, das ähnelt schon ein bisschen der Sonne. Natürlich ist Mars auch ein aggressiver Planet, wo ich Fortschritte mache, was meinen Willen betrifft. Deswegen möchte ich nicht so sehr darauf eingehen. Ich habe das schon bei der Sonne besprochen. Natürlich spricht Mars auch die sexuelle Energie an, die aggressive Energie. Mars sozusagen ist die Armee von der Sonne. So ist es letztendlich eine Erweiterung der Interessen, die wir in der Sonnenphase aufgegriffen haben. So, und dann haben wir noch die Venusphase, 20 Jahre. Das ist eine Zeit, wo wir sehr viel Glück und auch sehr viel Unglück erfahren können. Sehr viel Glück oder Unglück. Kommt darauf an, wie deine Venus gestellt ist. Du wirst in dieser Zeit auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in der einen oder anderen Weise deine Sinne zu befriedigen. Das passiert automatisch. Es wird gesagt in den vedischen Schriften, dass es eine gewisse Literzahl gibt, wie viel Tränen du weinen wirst. Aus Glück, aus Unglück, aus Freude oder wie viel du lachen wirst oder wie viel Wasser du ausschwitzt. Venusphase ist in jedem Fall eine Phase, die
uns mit der Welt verbindet, mit dem Weltlichen verbindet, die uns verstrickt. Strickstrack verstrickt. Natürlich ist dieses Verstricktsein auch ein wichtiger Aspekt, warum wir überhaupt leben. Wir leben, um zu lieben. Wir leben, um unsere Wünsche zu erfüllen. Wir leben, um einen Austausch zu haben, wo wir erkannt werden und uns geliebt fühlen. Aber wir sind natürlich in einem Zustand von Vergessenheit, von dem, was war, bevor wir überhaupt als Seele Geburt genommen haben. Weil wir haben letztendlich einen Siddha-Deha, einen spirituellen Körper, der eben durch diese Phasen geht. Und in der Venusphase ist es mehr und minder so, dass wir werden in keiner Phase fast weiter weg von dem sein, was uns mit unserem Ursprung verbindet. Wir sind in dieser Zeit weniger die Genossenen als vielmehr der Genießer. Wir sind in dieser Zeit manchmal dazu geneigt, unseren Vorteil auch mehr zu sehen und halt wirklich unsere Wünsche zu erfüllen, anstatt zu dienen. Es sei denn zum Beispiel, die Venus ist in Fische oder unser Horoskop im Allgemeinen zeigt, dass wir eine bescheidene, demütige Haltung in vorangegangenen Leben uns erarbeitet haben. Aber ich sage jetzt mal, im Grunde von meiner Erfahrung als Astrologe ist es so, dass ich sehe, dass in dieser Phase mehr und minder die Ratsuchenden, die ich berate, tief eintauchen in die Maya-Welt, so sagt der Buddhismus, also in die Welt der Illusion. So all diese Phasen zusammen, die ich genannt habe, sind 120 Jahre. Und natürlich ist es wichtig, in welcher Phase ihr einen Babykörper habt, in welcher Phase ihr einen Pubertätskörper habt, welche Phasen sich in der Mitte des Lebens, also zwischen 20 und 50, abspielen, weil das zeigt, woran ihr in dieser Inkarnation am meisten zu arbeiten habt. So jetzt, wie ich versprochen habe, im zweiten Teil werde ich über Jupiter und Saturn in den Häusern sprechen. Weil das Ziel dieses Videos ist es, euch eine Pauschale zu geben, ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben, wie sich euer Schicksal gestaltet, wie sich Entscheidungen gestalten. Weil wenn ihr zum Beispiel versucht, euch zu nourishen in einer Sonnenphase oder wenn ihr versucht, Frieden zu schließen in einer Marsphase oder wenn ihr versucht, in Illusion zu sein in einer Jupiterphase, oder wenn ihr versucht, spirituelles Leben in den Forefront zu tun und ihr seid in einer Maya-Venus-Phase, dann mag es definitiv zu Fehleinschätzungen und zu falschen Erwartungen kommen, weshalb es manchmal wichtig ist, wirklich Licht in eine Lebensphase, in der du gerade steckst, zu bringen. Everything turn, turn, turn. There was a season. Time to every bird on the heaven.
So, lass uns da kurz durchgehen. Ich mache es schnell und schmerzlos. Wenn Jupiter im ersten Haus im Transit ist, ist es eine Zeit des Neuanfangs. Du triffst viele neue Leute, du fängst ein neues Kapitel an. So für die Frauen, die dieses sehen, ihr mögt vielleicht in dieser Zeit leichter Gewicht zunehmen. Ihr mögt auch an eurem Image arbeiten, euer Image verändern. Und es ist aber eine Zeit, die sehr optimistisch ist, wo ihr zuversichtlich nach vorne seht. Ein Saturn-Transit über euer erstes Haus, es dauert 2,5 Jahre, ist eine Zeit, wo ihr euch auf euch selbst zurückkonzentrieren müsst oder zurückgeworfen werdet, wo ihr an Disziplin arbeiten müsst, wo ihr Bescheidenheit lernen müsst, mehr und minder ein bisschen kleine Brötchen backen lernt, so in dieser Art und Weise. Dann Jupiter und Saturn Transit, also die sind natürlich nicht zusammen, die Transit, ich sage jetzt bloß ungefähr, was abläuft, wenn either Jupiter or Saturn in diesem Haus ist. So, Jupiter im zweiten Haus bedeutet natürlich Geld, bedeutet natürlich Wohlstand, bedeutet Erweiterung von deinem materiellen Leben. Das heißt, es wird vielleicht eine Zeit sein, wo du Möbel kaufst, wo du Familie gründest, wo Familie überhaupt eine Rolle spielt, weil das zweite Haus hat auch viel mit Familie zu tun. Und wenn Saturn da ist, bedeutet das auch, dass du das Karma einheimst, was du hast überhaupt mit Besitz. Warst du geizig, warst du verschwenderisch, musst du ein bisschen aufpassen in dieser Zeit. Da musst du ein bisschen auf deine Ressourcen aufpassen. Eine weitere Erläuterung von Saturn im Transit zweite Feld. Ernährung eventuell umstellen. Saturn testet, was mit dem Mund aufgenommen wird, ob es wirklich die richtige Ernährung ist oder ob es etwas ist, was dem Körper oder dem Karma nicht gut tut. So, Jupiter im dritten Feld, im Transit. In dieser Zeit wirst du viel lernen, wirst du kleine Reisen machen, wirst du viel experimentieren. 2,5 Jahre Saturn-Transit auf dein drittes Haus. Es ist eine Zeit, wo du dich erst qualifizieren musst, wo du sehr geprüft wirst, wo du meistens nicht etwas erreichst, wenn du nicht die Papiere dazu hast, wenn du nicht die Ausbildung dazu hast. So, Jupiter im vierten Haus Transit, es ist eine Zeit, wo du eventuell umziehst, wo du auch deine Familie und dein Privatleben in den Vordergrund stellst. 2,5 Jahre Saturn Transit. In diesem Feld übrigens, Jupiter braucht 1 Jahr ungefähr, pauschal, kommt darauf an, ob er rückläufig wird. So, diese 2,5 Jahre Saturn im vierten Feld, du musst Sachen in Ordnung bringen, wenn jemand in deiner Familie gestorben ist, dann fällt es auf dich zurück, die Beerdigung zu machen, alles in Ordnung zu bringen. Du musst für deine Kinder da sein, falls du Kinder hast, mehr wirst dazu aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen, eben auch das Haus vielleicht in Ordnung zu bringen. Du wirst derjenige sein, der alles macht vielleicht im häuslichen Bereich, der den Haushalt schmeißt zum Beispiel. Aus irgendeinem Grund wirst du mit deiner Familie zusammenleben. Also ich habe zum Beispiel diesen Transit gehabt, obwohl ich aufgrund meines wilden Karmas nicht so oft in meinem Geburtsland bin, war ich zu dieser Zeit irgendwie oder anders. Ich glaube, ich war krank. Ich hatte einen Krankenhausaufenthalt bei meiner Mutter. Und dann gab es ganz schön Schimpfe wegen der Telefonrechnung. Also ich musste mich auseinandersetzen mit meiner Mutter, mit meiner Familie, mit meinem Geburtsland. So kommen wir zum fünften Feld. Fünfte Feld ist sehr interessant, ist sehr mystisches Feld. Hier werden auch karmische Wünsche erfüllt, ganz schön von Jupiter. Und wir können uns entfalten, wobei Saturn hier auch Stabilität bringen könnte in einem Bereich und euch absichern könnte. So, im sechsten Feld geht es darum, bei Jupiter, dass ihr euren Alltag schmeißt, dass ihr auch eure Gesundheit auf Vordermann bringt. Saturn in diesem Feld ist
ein bisschen schwierig, weil ihr werdet jetzt auf die Schwachstellen gestoßen, was eure Angewohnheiten betreffen, was eure Gesundheit betrifft, also dass ihr das in Ordnung bringt. Und wenn nicht, dann gibt es sofort die Reaktionen. So bei Jupiter im siebten Feld, sehr berühmter Transit, da könnt ihr euren Traumpartner finden oder den Schicksalspartner. Und Saturn in diesem Feld genau das Gegenteil. Saturn, ich sage immer, er ist der Türvorsteher oder der Muskelmann bevor der Diskothek eurer Beziehung und er schmeißt alles raus, was nicht haltbar ist. Jede Beziehung, die nicht haltbar ist, schmeißt er raus. Er sortiert in dieser Zeit aus. Ihr könnt also praktisch in dieser Zeit nur mit einer Person bestehen, die auch für die nächsten 30 Jahre zu euch passt. In dieser Zeit ist es nicht möglich, wenn ihr Saturn im siebten Feld im Transit habt, euch anzulügen mit den Leuten. Saturn wird das trennen, was nicht zusammengehört, und das binden, was zusammengehört. So, da der Video unerwartet ein bisschen länger geworden ist, als ich es gedacht habe, und ich dich, den Zuschauer, nicht überfordern möchte, habe ich mir spontan überlegt, eine Fortsetzung von diesem Video zu machen, den anderen 6 verbleibenden Häusern Transit von Saturn und Jupiter. So, ihr werdet diesen Video sehr bald am Ende dieses Videos gepostet sehen, beziehungsweise ihr werdet darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ihr mich subscribt. Lasst mir auch Kommentare da. Wisst, dass mit jedem Kommentar und mit jedem Like ihr auch mir als Astrologiekünstler helft, dass meine Videos andere erreichen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit brauchen, gerade in ihrem Leben. Ich danke euch für die Zuwendung, für eure Aufmerksamkeit, für eure Wertschätzung, und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Art Astrologe. Ciao.